5 Fabian Grau, mit der 6 Dylan Williams, mit der 7 Nils Brüning, mit der 9 Jan Lüneburg, mit der 10 Kang Min Choi, mit der 16 Mark Bölter, mit der 17 Jan-Pelle Hoppel und mit der 26 Tjaak Hildebrand. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Max Rosenthal mit seinen Assistenten Florian Lisiak und Sven-Erik Asmussen. Herzlich willkommen. Ich wünsche mir ein spannendes Spiel und natürlich holen wir uns heute die 3 Punkte mit eurer Unterstützung. Am 27. Januar 2023 jährte sie. Nürnberg jetzt im Vorwärtsgang, das ist Patrick Reuschen und Lattentreffer 1:0. Holzweiler, wo packt er den denn aus? Und jetzt die Lüneburg am Ball, der Torwart ist so weit raus, der chippt ihn rein. Oh, 1:0 Schalke, ist das vielleicht das Tor zur Meisterschaft? Leute, da macht er den Haken, bringt ihn rein und das ist die Antwort. 1-2-3, Fischer, ganz lang wird der und der ist drin! Was für ein Tor! Und damit herzlich willkommen hier bei Sport Total zum Jahresauftakt der Regionalliga Nord im Kalenderjahr 2023 mit der Partie Eintracht Norderstedt gegen Werder Bremen 2. Es ist bereits der 3. Anlauf für diese Partie. 2-mal wurde das Spiel ja bereits verschoben. Also es ist jetzt quasi ein Nachholspiel des 12. Spieltags. Und ja, wir schauen uns direkt mal die Aufstellung der Gastgeber an. Eintracht Norderstedt beginnt natürlich mit Huxol im Tor, in der Innenverteidigung Hildebrand und Grau, über links Wollenborn und rechts natürlich Kapitän Marxen. Coach Smith wird wie üblich, so gehen wir davon aus, im 4-3-3 beginnen. Als Sechser Bölter, die zwei Achter Hoppe und Williams, über rechts Brüning, vorne Lüneburg und links Choi. Ja, mal sehen, wie Norderstedt diesen Jahresauftakt beginnen kann. Hatten ja jetzt den Abgang von Top-Torjäger Elias Saad, der zu St. Pauli gewechselt ist. Und ja, mal schauen, wie das Team damit umgehen wird. Dann natürlich auch noch ein Blick auf die Aufstellung von Werder 2. Im Tor spielt natürlich Lord, in der Innenverteidigung Schröder und Höck.
Über rechts wird dann in der Verteidigung Chiarodia kommen, der von der ersten Mannschaft runtergeholt wurde. Links dann Dietrich und dann wird es wahrscheinlich das Dreier-Mittelfeld mit natürlich dem Superstar, wenn man das so sagen kann, und Kapitän Philipp Bargfrede, den wir natürlich alle noch aus seiner Zeit in der Bundesliga kennen. Salifu wird daneben im Mittelfeld auflaufen, der ebenfalls von den Profis jetzt runterkam, wieder mal zur U23, und Berger auch im zentralen Mittelfeld. Etwas weiter davor gerückt, Brandt, Ehlers wahrscheinlich über rechts, vielleicht auch in der Spitze zusammen mit dem Neuzugang Kret, der jetzt aus Kanada zu Werder Bremen 2 gewechselt ist, und zwar von York United. Hat früher auch schon mal für den SSV Ulm gespielt und da werden wir natürlich ein Auge drauf halten, wie sich der junge Mann, 19 Jahre, jetzt in seinem Debüt quasi für Werder Bremen 2 da schlagen wird. Ja, wir sind sehr gespannt. Natürlich auch der Blick auf die Tabelle für beide Mannschaften ist der Blick natürlich nach oben. Ja, so ein bisschen schwer. Lübeck ist ja schon mit 47 Punkten da auf Rang 1 ein bisschen weggezogen. Werder Bremen 2 aktuell auf Rang 10, hat aber teilweise 2 Spiele weniger als die Konkurrenz auf dem Konto. Aktuell 26 Punkte. Mit einem Sieg heute hier in Norderstedt könnte man zumindest den Sprung auf Rang 8 erstmal schaffen. Das wäre dann eine ganz schöne Ausgangsposition wahrscheinlich für die nächsten Partien. Bei Eintracht Norderstedt wäre ein Sieg auch schon gleichbedeutend mit Rang 4, was ein absolut gutes Ergebnis für die Mannschaft von Smith ist, Olofemi Smith, der wiederum auch seinen Vertrag verlängert hat, jetzt zuletzt in der Winterpause, bleibt also auch über die Saison hinaus Trainer in Norderstedt. Wird dann seine 5. Saison sein, ist also absolut zufrieden mit seiner Leistung als Coach. Bisher so eine lange Zeit. Und Smith hat auch jetzt in der Winterpause gesagt, dass er den 5. Platz halten will. Also zuerst vor der Saison war er ein einstelliger Tabellenplatz, also rund um Platz 10 vielleicht so das Ziel gewesen. Das hat man jetzt nach oben korrigiert. Nach der erfolgreichen Hinrunde ist das natürlich ein Anspruch, der da untermauert wird. Und dann müsste aber heute direkt mal der Sieg her, um erfolgreich dieses Kalenderjahr zu starten. Jetzt aufs Spielfeld kommen, genau, angeführt vom Schiedsrichter gespannt, um Max Rosenthal und seinen Assistenten Florian Bisiak und Sven-Erik Asmussen. Also, gleich geht's endlich los in diesem Jahr Regionalliga Nord. Und dann hat es warten. Edmund Lambeck Stadion. Fast 5000 Zuschauer, aber she leaves.
Regionalliga bei Sporttotal. Präsentiert von bwin. So, und dann geht es jetzt auch jeden Moment los. Eintracht Norderstedt gegen den SV Werder Bremen 2. Wenn Max Rosenthal hier anpfeift. Und das tut er natürlich auch. Und los geht's also mit der Partie, die es insgesamt erst 7 Mal überhaupt gab. 2019 das letzte Aufeinandertreffen. Jetzt Bremen also hier jetzt schon in den ersten Sekunden druckvoll vorne in der Abwehr von Norderstedt. Das ist Salifu mit der guten Balleroberung. Und dann wieder der Spielaufbau. Ja, also das letzte Aufeinandertreffen im September 2019. Das einzige Spiel, das Norderstedt gegen Bremen 2 gewinnen konnte. Schön der Ball nach außen dazu. Dietrich, der sich da nicht durchsetzen kann. Aber immerhin Einwurf auf Höhe des 16ers von Dietrich auch ausgeführt. Aber Norderstedt, kein Foul. Und das ist der erste Abschluss. Und Kret, der Neuzugang, macht es fast. Das wäre ja ein Auftakt nach Maß gewesen. Hier direkt nach wenigen Minuten mit der ersten Gelegenheit von Kret. Also jetzt der Eckball für Werder Bremen 2. Berger hatte da schön abgezogen. Und Kret kam da vielleicht den Tick zu spät. Aber vielversprechende erste Situation. Jetzt also der Eckball rein und Huxol faustet den Ball erstmal sicher raus. Gute Präsenz zeigt er da. Ja, bestätigt das, was die ersten Sekunden und Minuten zeigen. Bremen wirklich druckvoll. Und jetzt die nächste Situation. Das gibt wieder Eckball. Nein, das gibt jetzt Abstoß für Norderstedt. Die sich vielleicht jetzt durch diese erste Situation der Bremer erstmal so ein bisschen sortieren müssen. Kam noch kaum über die gegnerische Mittellinie. Vielleicht jetzt mal das ist wieder Salifu. Schöner langer Ball, aber zu lang für Elas. Der hier also als Doppelspitze mit Kret agiert. So sieht das Ganze aus. Ja, auch hier der zu lange Ball. Choi da mal hinterher. Bargfrede trotzdem mit einer wichtigen Berührung hier. Sonst wäre das gefährlich gewesen. Das ist wieder Kret, das ist Berger. Und wieder Kret. Der in den ersten Minuten hier wirklich schon einige Aktionen jetzt hat. Gesucht wird von seinen Kollegen. Hier schon wieder. Und dann Salifu. Schön setzt er sich da durch.
Aber Norderstedt kann noch klären, wie der Salifu. Schöne Präsenz da auf dem Platz. Und wieder Kret sehr quirlig in seinen Aktionen bisher. Und über rechts kommen wir nicht durch. Dann versuchen wir mal über links den Angriff aufzubauen. Berger kriegt den Ball nicht ordentlich zurück da von Kret. Kommt dann eben nicht in die Schussposition. Ja, wer weiß, ob Norderstedt hier mit diesem großen Druck direkt in den ersten Minuten gerechnet hat. Vor der Pause, der langen Winterpause, die Bremer ja alles andere als erfolgreich. Spielen gab es keinen Sieg. Jetzt wieder Salifu. Schön macht er das, aber der Pass kommt da nicht an zu Brandt. Aber hier auch wieder schön durchgesetzt im Mittelfeld. Gefällt mir gut die Anfangsphase der Bremer. Wirken so ein bisschen, ja, wacher und voll da. Norderstedt kann sich da nicht befreien. Noch keine wirkliche Aktion von den Gastgebern. Und wieder der Ball über rechts. Kein V-Spiel. Schiri Rosenthal zeigt, das war nichts. Und somit machen wir einfach mal mit Abschluss weiter. Ja, sehen wir hier, die Bremer stehen auch wirklich sehr hoch. Üben da sehr, sehr früh Druck aus auf die Gegner. Und gewinnen somit wieder den Ball. Salifu über Dietrich, Elas und Berger. Ah, der Steckpass gab dich dann. Jetzt mal ein Ballgewinn von Choi. Das könnte jetzt mal wichtig sein für Norderstedt, da wirklich im Spiel auch mal den Ball zu gewinnen und nicht nur durch einen Abstoß. Aber bekommen da nicht viel Zeit im Spielaufbau. Werder Bremen 2 hat richtig Bock, das sieht man wirklich. Scheint top eingestellt zu sein von Trainer Konrad 5 Stück. Aber jetzt dann doch mal Norderstedt. Ja, endlich mal sowas wie ein Angriffsversuch der Gastgeber. Und darauf lässt sich doch sicher aufbauen. Geht weiter mit Einwurf. Kommt der lang? Ja, der kommt lang. Aber auch hier ist Werder Bremen 2 wirklich wach. Kann erklären. Neuer Versuch. Die Flanke kommt natürlich auch nicht an. Und Bremen geht wieder in Ballbesitz. Jetzt der Abstoß. Mal sehen, Norderstedt jetzt auch. Steht da auch sehr, sehr hoch. Will auch früh Druck aufbauen. Um mal besser in die Aktion, früher in den Ballbesitz zu kommen.
zeigt sich da schön. Sehr umtriebig. Der offensive Achter der Bremer. Dietrich findet Brandt nicht und somit jetzt mal vielleicht die Chance für Norderstedt. Choi! Nein, der kommt auch nicht an. Jetzt mal Lüneburg. Schön raus da. Auf Hoppe. Salifu kann erklären, aber... setzt sich da wieder gut durch. Nur mit einem Foul zu stoppen. Jawohl, das ist der Vorteil. Und Elas jetzt mal vielleicht mit der nächsten Gelegenheit. Macht er es? Nein! Chippt den Ball da so halb in die Mitte. Nicht an Torwart Huxol vorbei. Aber das war wieder eine schöne Aktion da von Salifu, wie er sich da durchsetzt gegen drei Mann, nur mit dem Foul zu stoppen. Und dann Elas, der ja, knapp vergibt. Schauen wir uns gleich nochmal an die Chance. Na gut, ja, mit dem Chip in die Mitte. Ja, ich glaube, er wollte da Cred finden. Ein Abschluss war das nicht. So, da sind wir wieder. Kleine technische Probleme hier bei uns. Aber ihr habt natürlich nichts verpasst. Norderstedt jetzt mal wieder über Choi. Wunderbare Annahme da. Bringt den Ball zu Lüneburg. Ja. Zwar kein gefährlicher Abschluss, aber da sieht man, da wollen sie jetzt auch mal den ersten wirklichen Torversuch angehen. Auch wenn das jetzt nicht ganz so gefährlich war. Kann sich Norderstedt hier so ein bisschen stabilisieren, nachdem Bremen da wirklich eine tolle Anfangsphase, Auftaktphase gespielt hat. Und das ist wieder Hoppe, setzt sich da wunderbar durch, der Topscorer von Norderstedt. Ja, Flanke kommt da aber nicht an bei Brüning. Kämpft aber noch um den Ball, hält den Ball im Spiel. Ja, da geht es so langsam mehr. Norderstedt immer besser jetzt im Spiel. Choi hier lässt sich nicht aus der Ruhe bringen von Dietrich, der ihn da wirklich bis an die Mittellinie verfolgt. Ganz interessantes Duell heute. Der Linksverteidiger und der Rechtsaußen. Jetzt Marxen. Der Kapitän setzt sich gut durch. Schöne Flanke, Lüneburg. Ah, ist zu klein. So klein ist er doch gar nicht. Kommt da nicht dran mit dem Kopf.
Ball weiter im Spiel. Schön da durchgesetzt. Bruning und Choi. Wieder kein Abschluss. Sah mir gerade nach Hand aus von Hoppe. Ja, so kann es gehen. Über die rechte Seite Marxen und Choi. Mit zwei, drei guten Aktionen da. Sind jetzt im Spiel. Nach gut einer Viertelstunde. Und die nächste Aktion. Das ist wieder Brüning. Langer Ball, Lüneburg. Im Duell da mit Lott. Doch, der Torwart. Der Bremer ist auch da. Also die erste Druckphase der Bremer hat sich jetzt sozusagen in die erste Druckphase von Norderstedt verwandelt und somit jetzt auch mal eine Ecke für die Eintracht. Vielleicht dann auch der erste Abschluss. Schön mal, Idee war natürlich da mit der kurzen Variante, aber die Flanke von Wellenborn müsste das gewesen sein. Völlig verunglückt natürlich. Also beide Mannschaften wollen früh wieder im Ballbesitz kommen, warten da am gegnerischen 16er bei gegnerischen Abstoß. Das ist schon bemerkenswert. Die haben beide wirklich Lust. Und Elas und Dietrich spielen den Doppelpass, der nicht ankommt. Mal über die linke Seite von Norderstedt. Da ging noch nicht ganz so viel durch. Jetzt wieder Hoppe da im 16er. Leg ihn doch zurück auf Lüneburg. Nein, macht er nicht. Oder zumindest zu ungenau. Und jetzt die Bremer mit der Kontersituation. Choi da wirklich eigentlich mit einer guten Aktion. Weiß ich nicht, ob das übertriebener Körpereinsatz war. Ja, schubst da Berger schon so ein bisschen. Kann man auf jeden Fall abpfeifen. Keine klare Fehlentscheidung da von Rosenthal. Jetzt aber die Freistoßsituation. Hoppe wurde da gefoult. Und das könnte jetzt nun wirklich für die erste gute Tormöglichkeit für Eintracht Norderstedt herhalten, diese Position. Eignet sich auch für einen Torschuss, auch wenn es relativ weit draußen ist. Richtig am 16er Eck. Mal sehen, wer den Freistoß da ausführen wird. Ob er aufs Tor kommt. Nee, so nicht. Salifu mit Druck. Und Elas auch hinterher. Und
Norderstedt. In direkten Entgegenkommen wieder. Maxen, ja, tanzt da ein bisschen. Blanke kommt aber wieder nicht an. Und Bremen kann jetzt die Konter nicht wirklich setzen. Schafft es dann nicht mehr, die Angriffe zu Ende zu fahren. Was wir in den ersten Minuten da von Kratt und Ehlers gesehen haben. Und muss da jetzt wieder den Angriff von Norderstedt abwarten. Das ist Hildebrand. Mal mit einem langen Ball, warum nicht? Hoppe kommt da nicht dran. Jetzt mal schön zurückgelegt. Hoppe mit dem Direktspiel auf Choi. Der fault wieder. Rosenthal pfeift ab. Aber das war schön in den Rückraum gespielt da. Und Hoppe dann mit dem direkten Pass auf Choi. So kann es gehen. Ball in den Rückraum und dann... Ja, wäre da vielleicht der Abschluss auch möglich gewesen. Standen natürlich eine Reihe von Bremer Spielern im Weg. Dass da auch dieser direkte Pass, ne? Gute Option war. Ist wieder Hildebrand. Marxen. Wieder Marxen im Zusammenspiel mit Choi war das, aber kann sich da nicht wirklich behaupten. Kratt jetzt mal auf die linke Seite gewechselt. Wahrscheinlich damit Ehlers getauscht. Mal natürlich was anderes versuchen, weil es eben in den letzten Minuten nicht so geklappt hat, wie sich das Team von 5 Stück vorgestellt hat. Kann dann natürlich eine Möglichkeit sein, wenn die Außenspieler da die Seiten mal wechseln. Bargfrede mit Salifuda im Zusammenspiel. Gerodia, Dietrich und Choi. Ist da an seinem Gegenspieler dran? Ist da wirklich nicht zu schade, auch mal dazwischen zu gehen? Der kreative Außenspieler. Auch schon mit 2 Toren, 3 Vorlagen in dieser Saison. Und jetzt mal Hoppe mit dem Ball auf Wellenborn. Aber wird da im letzten Moment noch abgegrätscht. Jury sagt kein Foul hier. Wellenborn liegt da noch. Aber Bremen spielt weiter. Schöner Ball von Salifu wieder auf Kratt. Von der linken Seite kann sich da erstmal nicht durchsetzen. Schönes Tackling von Maxen. Jetzt geht er dann doch vorbei. Klasse von Kratt. Klasse von Kratt gemacht. Szene noch nicht vorbei. Schöne Aktion da von Kratt. Der sich mal im 1 gegen 1 versucht. Wirklich nicht schlecht gemacht. Schöner Ball jetzt von Bargfrede. Landet aber wieder im Tor aus. Also so ein bisschen so eine Befreiungsaktion jetzt mal wieder von Werder Bremen 2 über Kratt. Jetzt eine kleine Rudelbildung da am Bildrand.
leider nicht zu erkennen. Aber wohl alles halb so wild. Gibt es noch mal ein paar Worte von Rosenthal an Lüneburg und Salifu. Die da wohl ein bisschen aneinander geraten sind. Aber da werden die Hände geschüttelt. Und dann wird auch weiter Fußball gespielt. Bislang wirklich ausgesprochen faire Partie. Keine bösen Fouls, jetzt mal so eine erste kleine Nicklichkeit, aber alles im Rahmen. Hildebrand und Grau. Lüneburg schön verlängert. Choi! Oh, schön da mit der Hacke abgelegt. So einen kleinen Überraschungsmoment da gesorgt. Aber Ball kam dann nicht durch. Zu Williams, der damit vorne drin war. Hildebrand zu Marxen. Kriegt er den noch? Nein. Schöne Idee da mit dem Steckpass. Aber dann doch etwas zu hart gespielt vom jungen Innenverteidiger. 19 Jahre erst alt. Aber Marxen konnte den da nicht mehr erlaufen. Zu kurzer Abstoß von Lord. Und das ist jetzt Hoppe mit dem langen Ball. Choi springt da rein. Kommt aber nicht ganz dran. Vielleicht nicht der kopfballstärkste Spieler von Norderstedt. Wenn die Sprungkraft schon nicht schlecht aussieht bei ihm. Und Dietrich klärt den Ball erstmal raus aus der Hälfte der Werderaner. Und so können Hildebrand und Grau wieder aufbauen über Bölter, der Sechser. Der da auch natürlich zum Aufbauspiel immer eine Option ist. Jetzt schöner Ball auf Hoppe mal wieder. Kommt er mal zum Abschluss? Ja, ein Torschuss von Norderstedt. Der noch abgefälscht war. So dass es dann hier die Ecke gibt. Pelle Hoppe war das. Der sich ein Herz gefasst hat. Einfach mal drauf, ja. Nicht allzu hart der Schuss. Aber wenigstens versucht das mal. Und steht da auch jetzt wieder zusammen mit Wallenborn bei der Ecke bereit. Eben gab es ja so eine kurze Variante. Diesmal nicht. Und Bremen kann den Ball also klären. Jetzt mal mit einer Kontersituation. Wieder über den Kanadier Kret. Kommt er vorbei da an Bölter. Hat eigentlich Schnelligkeitsvorteil in diesem Duell. Hätte ich zumindest prognostiziert. Aber Bölter macht das gut. Mit seinem Stellungsspiel weg. Und nun wieder Norderstedt. Schöne Flanke Lüneburg. Nächster Abschluss für Eintracht Norderstedt. Diesmal nach einer Flanke der Kopfball von Stürmer Lüneburg. Und die Eintracht kommt dem Treffer tatsächlich ein bisschen näher, als das jetzt vielleicht gerade bei Bremen der Fall ist. Schauen wir uns die Situation nochmal an von Lüneburg.
bisschen gegen seine Laufrichtung, die Flanke. Da nicht mehr allzu viel Druck aufbauen konnte, aber das könnte ein Rezept sein. Lüneburg ist kopfballstark, aber jetzt erstmal die Bremer Berger mit einem Abschluss. Und Huxo kann den Ball nicht festhalten. Somit also wieder Kret, der da die Möglichkeit hat. Und wieder Berger. Schön setzt er sich da durch. Kret kann sich hier nicht behaupten. Fällt da einfach um. Leichte Berührung vielleicht gewesen, aber nichts, was einen Elfmeter rechtfertigen würde. Also, die Chancen häufen sich jetzt auf beiden Seiten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir kommen dem ersten Treffer ein bisschen näher hier in dieser Partie, dem Auftakt der Regionalliga Nord im Jahr 2023. Wieder Grau. Hildebrand ist da. Brüning. Wallenborn. Und wieder Grau. Dann schauen wir uns einfach nochmal diesen wunderbaren Abschluss an. Von Werder Bremen 2. Der U23. Der Bundesligamannschaft. Wirklich gut. Gute Situation, sich da ein Herz gefasst hat. Und jetzt das Foulspiel. An Bargfrede. Aber auch hier nichts Überhartes. Keine Diskussion von beiden Seiten. Rosenthal auch bisher mit keiner Fehlentscheidung. Und das macht so eine Partie natürlich dann auch im Spielfluss sehr, sehr angenehm. Ja, so beide Mannschaften immer noch mit Ideen. Mit dem ein oder anderen Torabschluss. Und das ist doch ganz ansehnlich. Und jetzt wieder Norderstedt. Schön auf Wallenborn. Choi kommt in die Mitte. Wallenborn. Und der nächste Eckball. Also wieder so eine Situation, wo Norderstedt im Gegenpressing den Ball sehr, sehr schnell wieder erobern kann. Obwohl die Bremer gerade noch im Ballbesitz waren. Und dann André Wallenborn. Der jetzt immer mal wieder sich über links durchsetzen kann. Zusammen im Spiel mit Nils Brüning, dem Linksaußen. Ecke. Salifu kann da klären. Und Bargfrede. Wieder die Kontersituation. Foulspiel, taktisches Foul gezogen, könnte man auch mal mit der gelben Karte bestrafen. So ist es für Choi. Richtige Entscheidung da natürlich. Aber ebenso auch ein wichtiges Foul. In so einer Situation kannst du dir mal die gelbe Karte abholen. Denn die Bremer sind da wirklich einer guten Kontersituation entgegengelaufen. Die sie bisher nur so ein, zwei Mal ganz gut ausspielen konnten. Ein paar Mal auch dann festgelaufen in diesen Situationen und jetzt eben durch das Foul von Choi gestoppt. Bargfrede, ja. Ins Niemandsland.
so mit wieder Norderstedt mit dem Spielaufbau. Hildebrand auf Marxen. Luxol. Grau. Wallenborn. Schön der lange Ball. Aber Abseitssituation. Da von Williams müsste das gewesen sein. Der da einfach mal in die Tiefe gestartet ist. Wirklich schön gesehen von Wallenborn. Aber war dann doch die Abseitssituation. Kann sich da nicht durchsetzen. Gegen Schröder. Ja, also 10 Minuten jetzt noch Spielzeit übrig in dieser ersten Halbzeit. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben für den ersten Treffer in diesem Jahr in der Regionalliga Nord. Denn die Chancen haben sich ja zuletzt so ein bisschen gehäuft. Jetzt wieder nach außen, aber Wallenborn kann da den Ball nicht kontrollieren. Norderstedt kam er jetzt noch ganz gut in die Winterpause. Hatte da 3 der letzten 5 Spiele gewonnen. Und sich eben da auf Platz 5 festgebissen. Wieder guter Ballgewinn Lüneburg. Aber da kommt Williams nicht zum Abschluss. Schöner Ball in die Spitze, aber auch hier kann Dietrich den Ball vom Berger nicht gut verarbeiten. War auch ja so ein bisschen in den Rücken gespielt. Ja, da fehlt es den Bremern teilweise noch, die Situation gut zu Ende zu spielen. Wenn die Ideen mir da größtenteils gefallen. Hier und da ein paar Unsauberkeiten. Und da sprechen wir gerade von Unsauberkeiten. Und dann passiert das natürlich auch Marxen hier in dieser Situation. Den Ball dann nicht kontrollieren. So, die Bremer wieder. Hoppe kann den Ball da fast erobern. Gegen Höck war das. Stellt den Körper da rein. Lässt ihn da schon auflaufen. Das kann man schon abpfeifen. Auch hier Schiri Rosenthal. Mit einer guten Entscheidung. Auch wenn das Hoppe natürlich anders sieht. Jetzt mal Williams. Wieder Hoppe. Hildebrand, Lüneburg. Und der Ball ins Nichts. Jetzt mal vielleicht wieder Salifu, von dem wir jetzt länger nicht mehr allzu viel gesehen haben, indem er da wirklich in den ersten 15 Minuten 3 tolle Aktionen hatte. Sich sehr, sehr gut durchsetzen konnte im Mittelfeld. Da wirklich sehr präsent war in den ersten Aktionen. Aber jetzt so ein bisschen untergetaucht ist. Und hier der Doppelpass zwischen Dietrich und Kret. Nicht erfolgreich.
Und so baut Norderstedt wieder auf. Wieder über Grau. Mit einem langen Ball. Kommt aber nicht zu Choi. Bölter. Wallenborn wieder zu Grau. Keeper Uxol und der Druck der Bremer nimmt da wieder zu. Wichtiger Ballgewinn. Dietrich. Berger. Vielleicht wieder mal mit einem Abschluss. Kret. Setzt sich gut durch. Ball in den Rückraum. Und dann kann ihn Dietrich nicht kontrollieren. Aber die Bremer schaffen es. Sofort wieder da zu sein und den Ball zu gewinnen. Jetzt mal Bargfrede, wollte da den Ball durchlassen. Keine allzu gute Idee. Und Salifu, jetzt ist er mal wieder da. Jetzt mal wieder mit einer guten Aktion, gut durchgesetzt da erst. Und im selben Moment der Konter über Choi. Über Choi, sieht er noch jemanden? Flanke kam wieder nicht an zu Wallenborn, der da gelauert hat, der wirklich als Linksverteidiger da einen großen Offensivdrang hat, sich immer wieder mit einschaltet und hier jetzt fast an den Ball gekommen ist. Choi hat da die Flanke geschlagen nach dem Ballgewinn. Gutes Umschaltspiel da von Norderstedt. Wieder mal ein Ballgewinn von Salifu. Und ja, durch den hohen Druck von Norderstedt kommt da auch mal so ein Ball von Toyota Lord raus. Nicht ganz so sauber. Kann mal passieren. Ja, und Bremen tut es seinem Gegner gleich. Schiebt da hoch, aber ja. Wenn da nur Brandt und Kret mitmachen, dann hat Eintracht Norderstedt da leichteres Spiel, diese Situation zu lösen. Und kann den nächsten Angriff da aufbauen. Marxen jetzt auch mit einem langen Ball, der nicht ankommt. Salifu auf Ehlers. Yannick Ehlers. Bisschen abgetaucht ist. Der 20-Jährige. Nachdem er und Kret wirklich eine furiose Anfangsphase gespielt haben. Aber Norderstedt hat es mittlerweile natürlich geschafft, da die richtigen Gegenmittel zu finden. Und für alle, die uns über YouTube schauen, natürlich auch nochmal der Hinweis, falls ihr kein Spiel mehr verpassen wollt. Abonniert natürlich gerne den Channel. Jetzt mal Kret wieder über links, zieht da rein. Ehlers kommt an den Ball. Setzt sich schön durch und holt ihn mal in die Ecke raus. So sieht's aus. Hat mich der Eindruck nicht getäuscht. Auch Kretter mit Aktion von links immer mal ein bisschen schön nach rechts reingezogen. Spielt da sein Tempo aus, seine gute Technik. Gute Ballbehandlung. Gefällt mir gut für sein Debüt. Klappt noch nicht alles. Aber darauf lässt sich sicher aufbauen für weitere Partien. Jetzt der Eckball. Uxol klärt da wieder gut und Williams nochmal mit dem Ball raus und schiebt da auch gleich mal drauf.
wieder Hildebrand und Grau, die da den Aufbau leiten. Im Team von Olofemi Smith. Berger Bargfrede, schön jetzt mal mit einem Vorstoß. Wird da gelegt. Schiri sagt, wir spielen weiter. Jetzt Salifu auf Kretz. Nee. Hatte das nicht im ersten Moment verstanden, dass Salifu da den Doppelpass spielt. Vielleicht dieser eine Moment, der Kretz da gefehlt hat. Und jetzt liegt da Williams, aber Schiri Rosenthal pfeift erstmal in die Pause. 0:0 zwischen Eintracht Norderstedt und Werder Bremen 2. Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Ja, ganz gute Halbzeit haben wir hier eigentlich gesehen. Einige Torchancen, leider noch kein Tor. Aber beide Mannschaften wollen viel, versuchen viel. Nicht alle Aktionen passen da noch, aber für das erste Pflichtspiel des Jahres nach der Winterpause sieht das doch schon ganz ordentlich aus auf beiden Seiten. Und dann hoffen wir natürlich, dass es in der zweiten Hälfte dann doch schon das ein oder andere Törchen noch gibt. Ist.
sehr gut angenommen, weil wir haben Anfragen am Tag 2 bis 3, 4, manchmal 5, jeden Tag. Also wir reden in der Woche von fast 20 bis 30 Anmeldungen. Weil wir wissen, es ist sehr gut, dass wir die Rückmeldung haben, wie es abläuft, wie es organisiert ist und dass wir die Jungs ranführen. Das ist quasi ein Pilotprojekt gewesen, aber ich habe nicht gedacht, dass die Nachfrage sehr gut angenommen wird. Meine Damen und Herren, hier bildet sich das traditionsreiche Stadion von Eintracht Norderstedt im Edmund-Plambeck-Stadion. Wir sehen heute das Pokalspiel von Eintracht Norderstedt gegen Chiemsee 08. Super Start von der Eintracht bis hierher. Flanke geht auf Philipp. Philipp sieht er, ja, er sieht ihn, Flanke kommt gut und super Ball an der Tür. Ganz rundes Haus am Start. Das muss gut gehen. Das kann nicht anders als gut gehen. Scheibe! Wunder! Nein, was ist das für eine Fehlentscheidung? Was ist der Plan? Erste ganz klare Fehlentscheidung. Falsche Kerbe für den falschen Mann. Kann man nicht sein. Was ist denn das? Nicht immer kommt sie geplant. Nicht immer läuft alles rund. Da braucht man jemanden, der ihnen wieder aufhilft. Das wollen wir für sie sein. In allen finanziellen Angelegenheiten. Ihre Bank vor Ort. Thank you.
Oh, man.
So, da sind wir wieder. Beide Mannschaften wieder auf dem Platz. Wechsel sind bislang keine zu erkennen. Falls dem doch so sein sollte, reichen wir das natürlich nach. Und dann hoffen wir mal auf eine torreiche zweite Hälfte. Dass da der Bann gebrochen werden kann. Die ganz guten Ansätze aus der ersten Hälfte dann mal in Tore umgemünzt werden können. Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Also, weiter geht's. Norderstedt beginnt mit dem Ballbesitz. Und Bremen hat da direkt die passende Antwort. Aber hier auch, wie schon zu Beginn der Partie, hoher Druck da, den Norderstedter ausübt. Salifu kann sich da aber gut behaupten. Ja, Norderstedt, ich hatte das zu Beginn mal kurz angesprochen, musste den Abgang von Top-Torjäger Elias Sad verkraften. Bisher gelingt ihnen das ganz gut. Der 23-Jährige war mit 10 Toren und 4 Vorlagen erfolgreich und ist jetzt zu St. Pauli weitergezogen in die zweite Bundesliga. War 1,5 Jahre im Verein, wirklich sehr gut entwickelt unter Olofemi Smith, dem Coach der Eintracht. Ja, dann ging es gleich mal 2 Ligen höher für Elias Sad. Insgesamt Norderstedt mit 35 Toren bislang der siebtbeste Angriff in der Regionalliga Nord. Wohlbemerkt mit eben dieser heutigen Partie, diesem Nachholspiel in der Hinterhand. Da jetzt am Boden. Nichts Ernstes. In der ersten Halbzeit hatten wir nur eine gelbe Karte zu verzeichnen für Choi, den Rechtsaußen, der da das taktische Foul zog in der Kontersituation der Bremer. Also keine dumme gelbe Karte, sondern gelbe Karte als taktisches Mittel. Das kann dann Trainer Smith sicher auch verkraften. Hier wieder der hohe Druck von Norderstedt. Lüneburg springt da fast in den Ball, kommt aber nichts dran. Aber Bremen schafft es, sich da gut rauszuspielen. Jetzt Berger, der Pass auf Dietrich, nicht genau genug. Da war Bölter noch dazwischen mit dem Bein. Wichtige Aktion. Sonst hätten wir da wieder eine gefährliche Flankensituation für Werder Bremen 2. Ein kleiner Querschläger von Bargfrede, aber nicht allzu dramatisch. Ja, das Prunkstück von Norderstedt ist ja eigentlich die Defensive.
mit nur 27 Gegentoren die drittbeste Verteidigung der gesamten Liga. Ist also keine einfache Aufgabe, die die Bremer hier heute knacken müssen. Wieder hoher Druck von Norderstedt. Gut gelöst. Salifu. Hat da jetzt Glück, dass Schiri Rosenthal da das Foul pfeift. Ist aber auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Wallenborn da ein bisschen zu stürmig. Sonst ein Ballverlust in dieser Situation. Das kann natürlich tödlich enden. Mit einem Gegentreffer. Aber nichts passiert. Also Norderstedt wirklich jetzt mit einer sehr, sehr hohen, intensiven Pressing-Taktik. Will den Ball sofort wieder gewinnen. Bremen da gar nicht in die eigene Hälfte kommen lassen. Gelingt aber nicht ganz, denn Bremen kann sich teilweise sehr, sehr gut da rausspielen. Auch wenn hier im letzten Drittel, wie schon in der ersten Halbzeit, jetzt durch den Fehlpass von Brandt, in dem nicht ganz so viel zu sehen war in der ersten Hälfte, kann da die Situation nicht gut zu Ende spielen. Jetzt mal Elas, schöne Finte da. Legt den Ball nochmal zu Berger, doch der Ball kommt nicht an. Oh, ein wichtiges Tackle von Wallenborn. Sonst hätte Salifu da fast freie Bahn gehabt von der rechten Seite. Richtige Abwehraktion da gesetzt vom Linksverteidiger. Der wirklich vorne wie hinten zu finden ist, interpretiert seine Rolle als Linksverteidiger relativ offensiv, gefällt mir gut. Denn gleichzeitig ist er auch immer da, wenn er gebraucht wird, hinten in der Defensive. Schneller Einwurf jetzt mal. In der Idee ganz gut, in der Ausführung nicht ganz so erfolgreich. Lüneburg kann da den Ball nicht behaupten. Jetzt mal der Ballgewinn von Berger. Das ist Salifu. Legt den Ball raus auf Cretten. Nein! Norderstedt im letzten Moment dazwischen. Das wäre wirklich gefährlich gewesen. Und derweil die Kontersituation. Hoppe eigentlich in Schussposition. Setzt den Ball rechts neben das Tor. Guter Versuch da. Von Hoppe. War genau die richtige Entscheidung da. 20 Meter, 22 Meter vor dem Tor. Unbedrängt. Kann man schon mal aufs Tor setzen. Aber jetzt wieder der Ballgewinn. Choi. Ja, das ist genau das Resultat. Das ist genau das, was Eintracht Norderstedt jetzt hier setzen will. Diese frühen Ballgewinne noch in der eigenen Hälfte. Und jetzt aber die Kontersituation für Werder über Elas. Schlechte Flanke. Zu lang gezogen. Da kam weder Brandt noch Kret an den Ball. Bisschen fahrlässig hier jetzt zu Ende gespielt. Eine 3 gegen 4 Situation. Und Elas ist da eigentlich gut ins Tempo gegangen, aber die Flanke, die hat er sicherlich nicht so geplant. Das kann er besser. Und so zieht sich das, was wir in der ersten Halbzeit öfter gesehen haben, bei den Werderanern so ein bisschen jetzt auch hier in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit zieht sich das rüber, dass da im letzten Drittel zu unsauber agiert wird. Platz ist hier und da da, aber der Abschluss kommt nicht. Jetzt aber mal Norderstedt. Ah.
Brüning hatte sich da gut durchgesetzt, aber das haben die Bremer geklärt. Schön von Berger, gute Aktion und wieder der Kanadier Kretz. Gut weitergespielt auf Dietrich müsste das gewesen sein, aber mit dem Ball kann Kret nichts anfangen. Geht da in den leeren Raum. Und somit wieder der Ballverlust für die Bremer. Jetzt mal schön gespielt und das ist Hoppe. Macht er das Ding, er kommt nicht mal zum Abschluss. Wird da von Bargfrede gefault und das ist Elfmeter jetzt. Elfmeter für Eintracht Norderstedt. Nach dem Foul an Pelle Hoppe, dem Topscorer von Norderstedt, der sich hier direkt auch den Ball schnappt. Und dann gibt es auch noch Gelb für Philipp Bargfrede. Und somit jetzt die Riesenchance für den Fünften der Regionalliga Nord in Führung zu gehen. Pelle Hoppe am Elfmeterpunkt. Der Gefaulte schießt selber. Und macht ihn nicht. Und macht ihn nicht. Und der Nachschuss sitzt auch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist die alte Fußballerweisheit. Der Gefaulte schießt nicht selber. Und wenn doch, dann verschießt er. So wie in dieser Situation. Louis Lord mit einer klasse Parade. Wirklich sehr, sehr gut gehalten. Diesen Elfmeter. Ahnt da die Ecke. Und auch der Nachschuss von Williams, den hat er auch. Natürlich auch nicht ganz. Ganz so stark geschossen von Hoppe, aber natürlich ist der Torhüter immer im großen Nachteil bei so einer Elfmetersituation. Und somit kann Werder sich bei seinem jungen Torhüter Louis Lord wirklich bedanken, dass es hier weiterhin 0:0 steht. Und die nächste gelbe Karte wieder für Bremen. Ich meine, das war der junge Fabio Chiarodia von den Profis runterkam für diese Partie. Hat ja auch schon einen Bundesliga-Einsatz, Kurzeinsatz gegen Freiburg feiern dürfen. 2 Minuten. Jetzt hier mit der nächsten gelben Karte. Also Norderstedt mit einer kleinen Variante. Marxen aber nicht so ganz gut in der Ausführung. Und dann der Schuss von Grau, wenn ich mich nicht irre. Ja, also vorhin schon in der ersten Halbzeit. So eine kurze Variante von Norderstedt bei der Ecke. Es gab einen Wechsel bei Werder Bremen. Aus dem Spiel die 17 Ronan Kraft, dafür neu im Spiel die 18 Mika Eickhoff. Und jetzt auch bei diesem Freistoß durch Max und dann Salifu. Er ahnt die Situation wieder, schließt aber nicht ab. Und dann toller Pass da nach draußen. Ein gutes Auge, aber vielleicht dann doch eher den Abschluss suchen, als da nochmal querlegen, auch wenn die Idee wirklich gut war. Und so verpufft da wieder eine ganz gute Situation für Werder. In einer Situation ohne Abschluss. Aber
Bremen kommt sofort wieder. Hat den Ball schnell wieder erobert. Und verliert ihn ebenso schnell. Also Luis Lord bislang der Held der Partie mit diesem gehaltenen Elfmeter. Wirklich stark gemacht. Und Pelle Hoppe wird sich da grün und blau ärgern, wenn das hier heute nichts wird mit einem Dreier für Norderstedt. Ja, gestrecktes Bein. Und dann gibt es auch die Freistoßsituation. Ja, Olofemi Smith, der Trainer von Eintracht Norderstedt, da direkt reklamiert, aber Schiri Rosenthal bleibt da ganz cool, entscheidet richtig auf Freistoß. Brüning kommt hier nicht an den Ball. Brandt ist an dem Ball. Wieder Brüning und Wallenborn. Uxol mit dem langen Schlag nach vorne und Hoppe hat da nicht den stabilsten Stand. Schöner Ball, aber auf Brüning. Kommt er da vorbei? Kommt er da mal zum Abschluss? Nein. Auch hier in dieser Situation kann es Norderstedt wiederum nicht ganz zu Ende spielen. Man kann die gefährliche Situation nicht mit einem Torabschluss beenden. Dennoch auch Brüning zusammen mit Wallenborn da auf der linken Seite. Das ist schon ganz ansehnlich. Auch wenn da vielleicht so der letzte Kniff noch so ein bisschen fehlt. Vielleicht das letzte Selbstbewusstsein da im 1 gegen 1 wirklich nochmal vorbeizugehen. Und da sieht es jetzt nach einer Verletzung aus. Abwarten, ob es hier noch weiter geht. Da hatten die Kollegen alle direkt angezeigt, dass da eine Behandlung nötig ist. Freistoß für Werder ist ja gepfiffen. Nicht so aus, als ob Schröder ausgewechselt werden muss. Auch wenn er da jetzt noch ein wenig humpelt. Also Freistoß erstmal durch Berger. Sieht ihn schön lang und das ist mal eine gute Situation für
die U23 der Werderaner. Nach der Flanke, Freistoßflanke von Berger. Da in den Abschluss mal gekommen. Das ist wichtig für die zweite Halbzeit, da mal einen guten Torabschluss jetzt zu haben. Und der Ball von Brüning zu Hoppe kommt ja auch nicht an, aber Hoppe ist da. Der hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen Wut im Bauch nach seinem vergebenen Elfmeter. Spielt aber abgesehen von diesem Strafstoß eine gute Partie. Immer wieder der Fixpunkt da vorne. Und dann wird der etwas merkwürdig anmutende Abschluss von Bölter da noch eine relativ gefährliche Flugbahn auf. Aber senkt sich dann knapp rechts neben das Tor. Ja, so ein Ding willst du natürlich nicht kassieren. Gibt da jetzt auch weitere Wechsel. Müssen wir mal gleich schauen. Wer da alles neu auf dem Platz ist. Reichen wir danach. Jetzt Bargfrede. Schön da mit dem Ball und Berger auf Elas. Elas vertändelt ihn. Nein, nochmal der Ball in die Mitte. Und dann gibt es die Ecke. Ich dachte im ersten Moment, er hatte die Situation schon da vertändelt, kam dann wieder an den Ball, aber kann den Ball aber nicht an den Mann bringen, da in der Mitte. Nur Eckball wieder. Werder kommt da nicht wirklich in die Abschlusssituation. Wird da immer noch der ein oder andere Mitspieler immer gesucht. Jetzt der Eckball zu kurz geschlagen. Kontersituation lässt sich aber nicht ausspielen. Neuer Versuch für Werder. Ja, Winkel für Elas war zwar spitz, aber da kann man auch mal den Abschluss suchen. 8 Meter vielleicht vor dem Tor. Die Mitte sah eigentlich relativ dicht aus. Nichtsdestotrotz insgesamt gute Aktion da von Elas. Der ist da jetzt schon 2-3 Mal gut freigelaufen hat auf der rechten Seite. Aber da für meine Begriffe so ein bisschen zu wenig den Abschluss sucht. Grau. Schöner Ball eigentlich auf Lüneburg. Durch die gegnerischen Reihen. Lüneburg hat den Ball wieder. Schöner Ball da nach außen. Auf Choi! Toller Abschluss. Mutig vom Koreaner. Und die richtige Entscheidung, da einfach mal drauf zu halten. Aus dieser Distanz. Guter Abschluss. Schön von Lüneburg da gesehen. Und dann fasst er sich mal ein Herz. Reicht aber nicht, um den ersten Treffer dieser Partie zu erzielen. Weiter also 0-0. Jetzt Salifu mal mit viel Platz. Kann den Ball nicht ganz so gut kontrollieren.
wieder Salifu. Bargfrede, Elas. Versucht es mal ein bisschen trickreich. Kein Foul an Wallenborn. Und das gibt den Eckball. Linienrichter stand direkt daneben. Hat angezeigt, weiterspielen. Wallenborn beschwert sich da auch nicht. Gut nachgesetzt da von Elas also. Und somit die nächste Ecke für die Bremer Gäste. Kuxol wieder mit einer guten Faustabwehr, auch schon in der ersten Halbzeit ein, zweimal kompromisslos da bei den Ecken. Dort dem langen Ball. Grau da stark im Kopfballduell. Und Jonas Behunek mit dem Ball auf Hoppe. Der da schon etwas angegangen wird. Hart, aber fair, sagt Schiri Rosenthal. Also Jonas Behunek jetzt in der Partie mittlerweile. Zentrale Mittelfeldspieler nach einem Sehnenriss. Hat er zuletzt auch schon im Freundschaftsspiel sein 20-minütiges Comeback gegeben. Ganz wichtiger Mann da ja, bei Norderstedt. Und für einen 90-minütigen Einsatz hat es da noch nicht gereicht. Und nächster Wechsel bei Norderstedt also. Lüneburg jetzt raus. Und Cemal Sezer, die Nummer 29, jetzt in der Partie. Lüneburg auch gut da vorne drin. Viel versucht. Und jetzt die Möglichkeit direkt für Sezer. Ist aber nicht da, wo er in dem Moment gebraucht wird. Choi, der sich da auch wirklich in die Kopfballduelle jedes Mal reinschmeißt. Elas, Salifu. Wieder Choi. Seza. Hoppe. Wölter auf Bürningen. Und der Einwurf. Vielleicht jetzt mal Sezer. Kann sich da nicht durchsetzen. Gegen zwei, drei Werderaner. Sezer kam ja erst im Oktober. Während der Saison zu Norderstedt. Dann fast immer gespielt. 13 von 14 Spielen. Seine zwei Tore gemacht. Zwei Vorlagen. Ganz gut eingefügt. Aber jetzt im ersten Spiel dieses Jahres, also hatte Lüneburg da die Chance in der Startelf. Jetzt wieder über Hoppe. Salifu rutscht da weg. Schön lang gezogen. Die Flanke. Aber Choi kommt da nicht an den Ball. Gut, da wieder von Hoppe über links. Ja, Salifu ist da weggerutscht. Bisschen unglücklich dann, aber nichts passiert aus Sicht der U23 von Werder Bremen. Keine 20 Minuten mehr. Immer noch 0:0. Wirklich ein Duell auf Augenhöhe.
Beide mit guten Chancen. Immer mal wieder. Letzte Konsequenz im Angriffsdrittel. Fehlt bei beiden, bei den Werderanern für meinen Geschmack sogar noch etwas mehr. Kommt er etwas seltener als die Eintracht zu Abschlussmöglichkeiten. Dennoch weiter 0-0. Und auch hier in dieser Situation keine Gefahr. Wallenborn auf Hoppe. Brüning auf Hoppe. Sezar, nee, der Ball kommt nicht zu Sezar. War noch ein Ball ein Bein dazwischen. Hildebrand fehlerfrei heute, der junge Innenverteidiger. Der sich jetzt mal hier mit vorne einschaltet, aber den Ball nicht an den Mann bekommt. Kein Ballverlust. Wallenborn, Grau. Bölter. Maxen. Choi kann den Ball nicht behaupten. Jetzt erstmal also Freistoß für Bremen. Fünf Stück hat sich da auch etwas geärgert. War ihm wohl zu hart, das Einsteigen. Aber auch hier kein allzu hartes Foul. Gleich jetzt mal, nein. Berger hat den Ball dann nicht gesehen. Und somit jetzt die Situation für Norderstedt. Sezar, kann er sich da durchsetzen? Schön den Ball noch in den Rückraum gespitzelt. Aber weder Choi noch Brüning kommen da an den Ball. Idee war da genau richtig von Sessa. Ja, Elas ärgert sich da und kriegt dann die gelbe Karte von Rosenthal. Ist regelkonform fürs Ball wegschlagen, aber hab's jetzt nicht so kritisch gesehen da. Hat sich da halt geärgert. Ball ein bisschen weggekickt. Unnötige gelbe Karte. Aber streng genommen die richtige Entscheidung vom guten Schiri Rosenthal. Jetzt mal Berger im Dribbling im Mittelfeld. Kommt den Ball wieder. Schöner Doppelpass jetzt. Und vielleicht jetzt mal die Abschlusssituation. Wieder nicht der Abschluss. Dietrich, schöne Flanke. Und das ist Berger. Mal mit dem nächsten Torabschluss. Aber wieder nicht aufs Tor. Gut ein Meter hat da der Ball neben dem Tor eingeschlagen. Und das sind jetzt noch rund 12 Minuten. Immer noch 0-0. Und wenn der Ball nicht aufs Tor geht,
Dann kannst du kein Tor schießen. Aber trotzdem gut da. Von Berger hier nochmal diese Situation. Ja, deutet langsam viel auf ein Unentschieden hin. Wenn beide hier kein Tor erzielen können, so wie es aussieht. Bremen würde das dann weiterhin Platz 10 bedeuten für Norderstedt. Weiter der fünfte Platz. Noch ein Wechsel bei unserer Mannschaft aus dem Spiel. Unsere 10 kann Min Choi dafür neu. Jetzt also ein Wechsel bei Norderstedt. Unsere 15, Rico Mohr. Choi aus der Partie. Und Rico Borg jetzt also dabei. Ganz klar die defensivere Variante im Gegensatz zu Choi, der wirklich viel versucht hat, einen guten Abschluss hatte, aber am Ende doch eher glücklos. Dietrich hatte ihn da wirklich gut unter Kontrolle. Der Linksverteidiger, der Bremer. Und jetzt also Rico Borg dabei. Könnte natürlich auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass Olufemi Smith sich sogar mit einem Punkt begnügen könnte. Dieser Wechsel. Zwei Bälle brauchen wir nicht. Wobei wir dann vielleicht höhere Chancen auf einen Treffer hätten. Den wir doch alle hier entgegenfiebern. 10 Minuten vor dem Ende. Ist jetzt die Frage, geht eine Mannschaft jetzt noch ins Risiko? Späten Gegentreffer möchte sicherlich keine der beiden Vereine hier riskieren. Dann ist es ja eigentlich ein Foul, aber Rosenthal hatte da nicht seine Pfeife benutzt. Hab sie zumindest nicht gehört. Und die Spieler wussten anscheinend auch erst nicht so. Spielen wir jetzt noch weiter oder? Du. Hoppe und Salifu hier im direkten Duell. Jetzt der schöne Wechsel. Das ist die Handmitnahme. Ball ist da zu sehr versprungen. Hatte der Norderstedter da falsch eingeschätzt. Brüning, der jetzt auf der rechten Seite, also agiert. Jetzt schön da gelöst von Bremen. Jetzt ist mal Platz da, aber wieder. Wieder, sobald sich die Bremer 20, 25 Meter vors Tor freispielen, hört es dann so ein bisschen auf.
war Platz da. Da waren die Mitspieler da, aber die Eintracht macht das natürlich auch gut. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, die drittbeste Defensive der Liga, die ist nun mal nicht einfach zu knacken. Dann müssen die wenigen Torabschlüsse der Bremer auch ein bisschen gefährlicher einfach sein am Ende. Mutiger. Wieder schöner Flankenwechsel. Wallenborn. Das ist der neue Borg. Zieht die Flanke lang. Aber da ist ein weiteres Mal der Torhüter der Werderaner, Luis Lord, der 19-Jährige, mit dem gehaltenen Elfmeter immer noch hier die Heldenfigur dieses 0:0. Mal der lange Ball jetzt, aber auch hier kann Mika Eickhoff sich nicht durchsetzen, nicht den Ball behaupten. Jetzt nochmal Eintracht Norderstedt, Seca. Dann ist das sehr kreativ geklärt von der Bremer Hintermannschaft. Technisch wirklich ansehnlich. Und dann Salifu traut sich nicht, den Steckpass zu Eickhoff zu spielen. Oder hat die Situation eben so erkannt, dass er den Ball nicht spielen konnte. Seca schön auf Hoppe, aber Berger ist da an ihm dran. Pelle Hoppe versucht auch viel. Ist ja wirklich sehr geschmeidig am Ball. Lässt sich gut anschauen. Aber wird da immer von einem Gegenspieler verfolgt, sei es Bargfrede, sei es Berger oder Salifu. Je nachdem, wo Hoppe sich da bewegt. Im Angriffsdrittel. Hat ohnehin vergleichsweise viele Freiräume. Ein bisschen der Freigeist in der Offensive von Norderstedt. Nochmal der lange Ball, kommt aber auch nicht an. Da wieder Hoppe gegen zwei Mann. Und Bargfrede, der schon gelb hat, fault da Pelle Hoppe. Leise Forderungen, wenn ich das richtig interpretiere. Nach einer Karte vielleicht für Bargfrede, einer zweiten. Aber ja, das ist genau das, was ich gerade eben sagte. Hoppe wird oft gesucht, immer verfolgt. In diesem Fall von Bargfrede und dann kann er oder muss er per Foul gestoppt werden, damit es dann nicht noch gefährlicher wird. Jetzt also nochmal eine gute Freistoßposition. Eine schöne Flanke vielleicht. Behunek steht da bereit. Versucht's einfach mal. Ja. Dann doch deutlich drüber. Aber dennoch wollte es mal versuchen. Jonas Behunek.
24-Jährige, der da eingewechselt wurde. Und jetzt die nächsten Wechsel. Brüning geht da vom Platz. Berger geht vom Platz und Ehlers. Also bei Bremen Berger und Ehlers runter. Bei Norderstedt Brüning runter. Für die letzten Minuten. Lang ist also nicht mehr zu spielen. Denke mal auch nicht, dass es eine allzu große Nachspielzeit geben wird. Auch die Elfmetersituation wurde ja wirklich sehr schnell geklärt. Ohne große Proteste da. Und jetzt also für die letzten Minuten nochmal zwei neue Spieler. Kim sehe ich da auf jeden Fall, den Zehner der Bremer, der hier in der Mitte da zu sehen ist. Flanke kommt nicht an. Minwo Kim. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass er nicht von Beginn an gespielt hat, der 20-jährige Südkoreaner. Auch interessante Spielanlage hat. Für wichtige Momente sorgen kann. Und Huxol ist da. Minwo Kim also. Kam in allen 18 Partien und jetzt 19 Partien zum Einsatz. Auch mit 4 Treffern und 2 Vorlagen. Einer der besten Scorer des Teams. Heute aber also nur mit einem knapp 5-minütigen Einsatz. Mal sehen, vielleicht kann er ja wirklich noch in den letzten Zügen für den entscheidenden Moment sorgen. Das versprochene Tor in der zweiten Halbzeit uns hier bescheren. Hoppe konnte das ja nicht mit dem verschossenen Elfmeter. Luis Lord war da zur Stelle. Und hielt das 0:0. Sitzer mit der Hand da am Ball. Schulter zu hoch gezogen. Klares Ding da. Jetzt nochmal Bremen mit dem langen Versuch. Aber auch hier keine Gefahr mehr. Jetzt also wirklich in den letzten 10 Minuten kaum mehr Aktionen vor den Toren. Deutet wirklich darauf hin, dass beide im Grunde mit dem Unentschieden leben können. Jetzt nochmal die Gegensituation für Norderstedt. Die Flanke von Borg kommt ein Ticken zu kurz. Und Luis Lord ist dann jetzt von Wallenborn hier kurz vor dem Ende noch die gelbe Karte. War schon das gestreckte Bein. Das kann man schon so geben. Das Foul. Von André Wallenborn, der erst im Sommer aus Altona hier keinen weiten Weg also hatte nach Norderstedt. Nördlich von Hamburg ja gelegen. Und auch wirklich sich jetzt gut eingefunden hat mittlerweile in diesem Spiel. Gerade in der ersten Halbzeit wirklich ein Faktor war. Sowohl defensiv als auch offensiv. Vielen Ballaktionen, das als Linksverteidiger.
Jetzt nochmal Norderstedt, scharfe Flanke. Kommt da rein. Und das ist der Schlusspfiff. Eintracht Norderstedt gegen SV Werder Bremen 2. Endet torlos mit 0:0. Die Regionalliga bei Sport Total. Präsentiert von bwin. Ja, wir haben es alle gehofft, dass es in der zweiten Hälfte noch so ein bisschen torreicher wird. Ist nicht passiert. Natürlich die Elfmetersituation von Hoppe und Lord war da sicherlich die torgefährlichste. Aber Luis Lord wirklich mit einer Klassenparade da beim Strafstoß. Ansonsten insgesamt, denke ich, geht die Punkteteilung in Ordnung. Gerade zum Ende hin haben beide Mannschaften nicht mehr allzu viel versucht. Und ja, besonders bei den Bremer waren mir die Abschlusssituationen ein bisschen zu harmlos. Und ja, somit starten beide torlos in die neue Spielzeit ist es nicht, sondern in das neue Kalenderjahr in der Regionalliga Nord. Bremen also, wie gesagt, bleibt auf Rang 10. Eintracht Norderstedt bleibt auf Rang 5. Dann geht es schon demnächst weiter wieder für beide Vereine. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, Zuhören und wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag. Vielen Dank.